Copperfield ist ein wahrer Stubentiger. Er hat ein schönes, gestreiftes Fell, leuchtende, wachsame Augen und die scharfen Sinne und das Temperament eines echten Jägers. Um sich wohlzufühlen, braucht er deswegen auch ein Revier, in dem er umherstreifen kann. Am besten wäre daher ein neues Zuhause in ruhiger Verkehrslage für ihn, wo er sich durch eine Katzenleiter oder Klappe frei nach draußen bewegen und entfalten kann. Er ist kein Schmuse, sondern ein echter Charakterkater, der nicht für den Umgang mit kleinen Kindern geeignet ist. Berücksichtigt man aber diese Punkte, wird Copperfield sein neues Herrchen spielend in seinen Bann ziehen und ihm schon nach kurzer Zeit aus der Hand fressen. Das ist Darkiel. Er ist ein junger, liebenswerter, wenn auch sehr ängstlicher Spitzmischlingsrüde, der nach der Räumung einer illegalen Zucht letztes Jahr mit 70 anderen Hunden bei der Baumau-Insel gelandet ist. Einen normalen Alltag mit Spaziergängen und gemeinsamem Zusammenleben hat er dort nicht erfahren. Deswegen wünscht er sich ein neues Zuhause in einer ruhigen, stressfreien Umgebung bei liebevollen Menschen, die ihm Vertrauen und Sicherheit vermitteln. Ein souveräner Ersthund würde ihm bei der Umgewöhnung helfen. Yoda ist ebenfalls ein liebenswerter, aber auch charmanter kleiner Mischlingsrüde, der ursprünglich als Fundhund in die Waumau-Insel kam. Leider ist er nach knapp 2 Jahren wegen Überforderung zurückgekommen, weil er Fahrrädern hinterhergejagt und ein Kind geschnappt haben soll. Daher sollte er in einen Haushalt ohne Kinder vermittelt werden. Yoda verträgt sich mit anderen Hunden und guckt sich vieles bei ihnen ab. Deswegen würde auch bei ihm ein Ersthund die Eingewöhnung erleichtern.